liebe Minecraft-Freunde von Whoops und Fern, Whoops. Und willkommen in einer weiteren Folge Let's Play Minecraft hier im Bivos Tech-Pack, das Modpack-Projekt. Ja, Freunde, wir sind hier stehen geblieben. Ich war hier ein bisschen AFK unterwegs, habe dort unten unsere Quarry quasi beendet. Die ist jetzt aus und ich habe natürlich schon manuell alle Kisten wieder leergeräumt. Kurze Geschichte, wir machen Aufnahme Season. Das heißt, in der letzten Folge hatten wir ein paar Probleme gehabt mit dieser Diamantenpipe. Währenddessen habe ich nochmal mit dem lieben Drachen 83 kurz gesprochen bzw. getextet. Und er meinte, er macht nochmal ein Video. Der war wahrscheinlich auch ein bisschen verwundert, warum das nicht geklappt hat. Ich bin gespannt auf das Video. Natürlich habe ich es jetzt noch nicht, weil das ist ja gerade aktuell, da wir diese Folge gerade aufnehmen. So, gut. Alle Kisten sind leer, Quarry ist fertig. Die nächste Quarry könnten wir jetzt rein theoretisch dort hinten hinsetzen und einfach wieder um Kreis rum. Will ich aber natürlich nicht machen, weil wir gucken uns jetzt erstmal an, was ist unsere Ausbeute. Unsere Ausbeute ist diese hier. Ja, das können wir uns auch gleich mal komplett mitnehmen. Und dann rödeln wir das nämlich erstmal wieder an unserer Station durch. Und vielleicht können wir heute sogar schon anfangen, die restlichen... ja, Sachen im Prinzip. Übrigens, hier unten ist ja ganz andere Kletterradatsch drin. Ich habe das mal so ein bisschen sortiert. Ich habe auch noch mal Nitterziegel mitgenommen, weil ich dachte, naja, vielleicht können wir die ja ganz gut gebrauchen. Hier ist sogar ein Dia ist noch bei rausgekommen. Ist jetzt nicht viel, aber immerhin. Und ja, so ein paar Sachen sind dabei. Können wir vielleicht ganz gut gebrauchen. So, wir porten uns jetzt erstmal Richtung Bunker. So, da sind wir nämlich. Und da werden wir jetzt erstmal die Erze ganz traditionell in unsere Kiste reinpacken und die erstmal verdoppeln. Das ist jetzt nämlich richtig wichtig, besonders das Eisen, das muss unbedingt, verdoppelt werden, sodass wir da möglichst viel haben. Die Reserven, die wir jetzt hier noch haben, die werden wir natürlich sofort mitnehmen. Das heißt, das Erste, was wir jetzt so durchrödeln tun, jetzt müsst ihr hier eigentlich alles, genau, das ist jetzt alles leer. Hier drin ist auch alles leer, das heißt, hier müsste jetzt ordentlich was drin sein. Ja, das gucken wir uns auch gleich mal an. So. Und hier werden wir jetzt mal alles reinpacken, was jetzt erstmal wichtig ist. Und zwar, wir fangen natürlich an mit Eisen. Wo ist ein Eisen? Eisen, 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 Eisen. Da ist Eisen. Da ist Eisen. Na, so viel war es gar nicht. Schaut mal, was ist das denn hier? Schillerndes Erz, cool. Ansonsten sehe ich jetzt kein Eisen mehr. Also ich glaube, Eisen haben wir dann alles, ne? Okay. Gut, den Rest, den ballern wir einfach so da rein. Ja, ein bisschen Gold ist dann halt auch noch da drin. Kein Problem. So, Zink. So, super. Das rodelt da oben durch. Kommt dann hier hin. Da ist jetzt einiges passiert, wie ich sehe. Das können wir dann gleich mal in den Ofen reinpacken. Und somit nimmt jetzt erstmal alles seinen Lauf. So wie es tatsächlich soll. Ja, ich stand hier AFK, wie gesagt, und hier ist ein Chunkloader, deswegen funktioniert das Ganze auch. Das ist praktisch. Finde ich gut. So, ja, zack, da rein. So. Dann kann das nämlich alles da schön erstmal da durchnudeln. Wir haben jetzt alles verdoppelt, das ist natürlich absolut geil. So, und da unten ist auch schon einiges dazugekommen, ne? So, Magnesium ist da eine ganze Menge. Würde ich sagen, machen wir auch wieder Magnesiumblöcke von. So, nochmal Magnesium. Eisen ist ganz wichtig. Das nehmen wir jetzt sofort mit. Ach, Eisen ist immer so wenig, ne? Oh, könnte man gerne immer mehr haben wollen. So, und da sind jetzt nämlich die Blöcke drin. Ne? Die wollten wir uns ja mal insgesamt angucken. Deswegen sammle ich die da. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. So, Eisen wollten wir gleich mitnehmen, aber Magnesium. So, das können wir erstmal... Magnesiumbarren, genau. Die können wir jetzt nämlich erstmal hier reinbappen. So und so und so. Mehr haben wir erstmal nicht. Macht nichts. Machen wir das so. Zack. Zack. Und die nudeln wir dann halt so hier rein. So, 7. Das ist auch nochmal Magnesium. So. Schwuppdiwupp. Und 44 Stück kamen raus. So, ballern wir da gleich mal rein. So, und somit haben wir Nummer 52 insgesamt. Gut, mehr müssen wir eigentlich gar nicht machen. Ich glaube, wir haben unser Eisen auch schon mit rübergenommen, wenn ich das so richtig sehe. Ja, ich sehe das richtig. Da ist nämlich nichts mehr drin.
da ist auch nichts mehr drin. Das heißt, wir können uns jetzt mit unserem Eisen... Es ist natürlich ein Witz, Leute. Es ist ein Witz, ja. Überlegt mal, wir haben eine komplette Quarry durchgenommen. Gut, da ist jetzt noch ein Stacken drin. Das heißt zwei. Also es sind drei Stacks Eisen, die wir rausbekommen haben. Es ist nicht viel. Es ist wirklich... es ist wenig, Leute. Es ist extrem wenig. So. Gut, Fusionsreaktor. Da sind wir zuletzt stehen geblieben. Das heißt, wir sehen schon, was hier fehlt. Einmal links und einmal rechts fehlt hier unser Upper Corner. Das ist das Ding hier. Und den müssen wir uns jetzt natürlich herstellen. Ne? Also da brauchen wir auf jeden Fall nochmal ordentlich, würde ich sagen, reden wir nicht lange drum rum. Machen wir das erstmal. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir die Dinger herstellen. Hier ist schon wieder Tag der offenen Tür. So, und dann wollen wir natürlich mal gucken, was wir da jetzt als erstes brauchen. Ist hier drin soweit safe? Ja, sieht gut aus. Bett ist da hinten auch, wenn ich es so richtig sehe. Und dann schauen wir mal. Ein bisschen ist ja was drin an Zeugs. Also, dann wollen wir mal loslegen. Tippen wir mal ein. Reaktor. So, da sind wir schon mal. Und wir wollen jetzt den Upper Corner haben. So, wo könnte der denn sein? Da, hier irgendwo, hier muss der nämlich sein. Hier sind diese Magneten. Oder weißt du was? Ich mach das direkt mal hier eintippen. Aber da ist halt doch. So, Plasma Injector Upper Corner. Das ist auch hier. Und der wird hergestellt aus den Ferromagnetic Plates. Davon brauchen wir ganz viele. Und Thermal Isolation. Gut, das müssen wir jetzt gucken. Also, wie viele haben wir von diesen Teilen? Weil da brauchen wir richtig viele von. Also, wenn ich das richtig sehe, brauchen wir mindestens 7 Stück schon mal. 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 7 Stück. Und die haben wir, hier haben wir 26. Da haben wir 31. Wie stellt man die nochmal her? Aus den Ingots, richtig? Und die müssen wir jetzt herstellen. Also, wir brauchen HSLA-Stahl. Einmal. Wir brauchen einmal Eisen. Und was brauchen wir noch? Und wir brauchen das hier. Richtig? So, dann schmeißen wir mal die Luzi an hier. Das täuscht. Wir brauchen als nächstes das Messgerät. Das sieht gut aus hier. Also, ausnahmsweise haben wir mal genug Lodestone im Haus. Das ist gut. So, dann schmeiße ich mal die Maschine an hier. Knöpfchen betätigen. Da nudelt sie schon langsam. Ist natürlich sehr, sehr mager. Die heizt sich jetzt gerade ein bisschen auf, wenn ich das so richtig sehe. Das ist gut. Hier machen wir jetzt einmal HSLA. Nee, einmal hier, einmal da, einmal da. Sollte theoretisch funktionieren. Allerdings braucht diese Maschine hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Power. So. Die treiben wir jetzt erstmal nach oben. Pass wieder auf. Ich glaube, bei 20.000 hören wir erstmal auf und gucken, was passiert. Nicht, dass uns der Kessel hier nur explodiert hier. Wollen wir mal gucken, ob es ausreicht. 966. Es muss auch gleich bei 1.000 sein. Es sollte eigentlich ausreichend sein, wenn jetzt hier 1.010. 1.044. Na, 45. 1.065, 74, naja, mal gucken. Gleich sind wir bei 1.100, so ganz knapp. Lassen wir das Ganze mal ein bisschen rühren. Na, kommen wir auf die 1.100? Warum passiert hier nichts? Das war doch so, oder? Oder war das bei 1.200? Kann auch sein, dass es bei 1.200 ist. Müssen wir gleich noch mal ein bisschen erwarten hier. Aber ich will das nicht zu viel geben. Wie gesagt, zu viel Power ist nicht gut. Dann fliegen uns die Kessel um die Ohren. Deswegen warte ich lieber ein bisschen langsam daran tasten. Wir sind jetzt schon... Ja, ist noch grüner Bereich. Aber... Huh, weiß nicht. Mal schauen. Jetzt müsste aber langsam mal anfangen, hier rumzunödeln. Jetzt sind wir bei 98.200. Jetzt sollte was passieren. Ja, es passiert was. Es passiert was. Wunderbar. So kann das Ding jetzt weiterlaufen. Ja, steigt trotzdem noch. Müssen wir ein bisschen im Blickfeld behalten. Ein bisschen geht natürlich noch. So, jetzt müssten wir hier Ingots rausbekommen. Super.
So, das heißt also, wir müssen diese Maschine jetzt hier die ganze Zeit am Laufen halten. Das müssen wir mal machen. So, das heißt, wir brauchen jetzt ganz viel von diesem Zeus hier. Das brauchen wir. Komm, das packen wir uns gleich mal hier rein. Das nehmen wir mit. Eisen nehmen wir mit. HSLA-Stahl nehmen wir mit. So. Übrigens, HSLA-Stahl müsste rein theoretisch auch hier noch drin sein. Tatsächlich nehmen wir mal raus eben. Da fehlt jetzt was. Was fehlt denn da nun wieder? Das bin ich gerade ein bisschen Kohle, ne? Kann das sein, dass da Kohle fehlt? Haben wir mal Kohle hier? Gib mir mal Kohle. Kann sein, dass es Kohle ist, die da fehlt. Ich glaube, es ist Kohle. Ja, es ist Kohle. Dann würde ich sagen, produzieren wir hier auch glatt noch mal 9 HSLA-Stahl. Ja, so. Ja, okay. Ungefähr so. So, und den Rest, den knallen wir jetzt hier rein. Wie sieht's denn? Oh, wir sind schon bei 1300. Ein bisschen aufpassen hier. Nicht, dass uns die Ding hier um die Ohren nödelt, du. Also, ihr müsst 20.000 reichen auf jeden Fall aus, ja. Ansonsten ist zu viel. Naja, kommt langsam, ne, zu stoppen da. Gut, das dauert aber auch immer lange hier, da. So, ein paar haben wir aber schon. So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste man diese, glaube ich, wiederum. Müsste man die als Plates, müsste so gehen. Genau. Und da kriegen wir nämlich wieder welche raus. Da ist 6. Oh, das ist teuer. So, da ist dann noch so ein Barren. Den können wir gleich benutzen. Na, oh, ist ja schick. Ist ja schick, ist ja schick. Schick, schick, schick. Ja, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir im Prinzip nur warten, bis wir hier komplett durchnudeln. Dauert ein Weilchen, ne? Müssen wir uns ein bisschen gedulden, Freunde. Und ja, dann haben wir es eigentlich soweit geschafft. Dann können wir uns nämlich erstmal wieder diese Teile herstellen, das ist wichtig. Und dann passt das soweit. So, hier lassen wir mal so ein bisschen Eisen über. Gut, was können wir noch machen? Diese komischen Zermeln, noch was Teile, wo sind die eigentlich? Weiße Wolle, das war doch das mit der Wolle, ne? Da brauchten wir da auch noch ein paar Teile. Die brauchen wir auch. Siehst du, die können wir versuchen auch herzustellen. Da müssen wir mal gucken, ob wir noch welche haben. Ups. Da sehe ich jetzt keine. Hier sehe ich auch keine. Da auch nicht. Oh, das ist hier so eine Gribbelgrabbel. Overlock 3. Kenne ich gar nicht, die Verzauberung. Gut, die müssen wir uns dann auch noch mal kurz herstellen. Vielleicht können wir das parallel machen. Hier diese Teile. Die brauchen Wolle und HSLA-Stahl. Das heißt, wir müssen mal wieder ein bisschen. Naja, vielleicht können wir ja. Wie viel Wolle haben wir denn? Wolle ist nicht viel. Wir haben wir nur ein einziges Mal. Ja, Leute, dann würde ich sagen. Dann würde ich sagen, dass wir hier jetzt das ganze Zeug da mal reinballern. Dann mopsen wir uns mal zweimal sowas. Und so. Wie sieht's hier aus? Fliegt uns der Kessel um die Ohren? Nee. Sag mal, kann man das hier nicht voller machen? Geht das nicht? Das geht nicht, ne? Bei 1,350 bleibt das stehen, das ist gut. Also wir können das ja gerne noch mal kurz vollknüppeln. Dann mache ich da noch mal das gesamte Stack da voll hier. Und in der Zeit, wo wir dann halt nicht da sind, dass es hier im Hintergrund laufen kann. Dass ich das hier unten auch noch mit reinpacke, das geht nicht, ne? Oder? Geht das? Nee, dann macht er nicht, dann hört er auf. Ist ja schade. Ja, und ein Trichter würde auch nicht gehen, weil wenn ich einen Trichter machen würde, dann würde der das hier nachlegen. Siehst du, das macht er nicht.
Gut, dann müssen wir halt warten. Können wir nichts machen. Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter, indem wir kleine Benzinpumpe. Nee, das wollten wir nicht. Wir wollten das hier machen. Dann wollten wir Richtung Bunker. Dann wollten wir hier raus. Nach oben. Hinterm Berg. Schere in der Hand. Und wollen wir mal gucken, was unsere Schafis da. Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So. Gehen wir mal hier runter gucken. Ja, das ist gut, dass wir das Ganze hier, ne, vergrößert haben. Das ist sehr wichtig. Ist hier noch irgendwo was drin? Da ist sogar noch ein Stack. Wunderbar. Hat man es als Reserve geholt. Reicht aber nicht. Wir wollen mehr haben. Das heißt, würde ich sagen, legen wir los. Oh, aber erstmal ein bisschen zu tun hier. Ja, in der 1.14, Leute, da habe ich ja eine super Schafsfarm und Wolffarm gesehen, die man sehr, sehr einfach mit Redstone bauen kann. Also die ist ja richtig geil. Die werde ich auch auf jeden Fall im LPT-Projekt, werde ich die auf jeden Fall mal umbauen. Da freut sich Frau Zappi, der ist ja nicht so ein Farmfreund, wo ich sagen würde. Und ja, da können wir auf jeden Fall ein bisschen was rumruppeln und ja, rumreißen tun. Ja, währenddessen hier ihr diese Folge seht, sind wir natürlich noch im Adventskalender beschäftigt auf Unlimited World. Also ich muss sagen, seit dem Halloween-Event Unlimited World gefällt mir richtig gut wieder. Also da kommen wir richtig gut voran und es macht richtig Spaß, da neue Nachbarn und irgendwie, man hat immer was zu tun. Super Community, also auch da finde ich momentan richtig meinen Spaß, den ich dort habe. Ich freue mich auch riesig schon auf Ostern. Ich weiß, ey, das Jahr ist noch nicht mal zu Ende und er freut sich schon auf Ostern. Aber es ist wirklich so, Leute. Schönes Event. Das macht immer Freude. Das macht immer Bock. Und ja, hat man immer eine schöne Aufgabe. Finde ich einfach super. So, ja, dann möchte ich mal jemanden grüßen, den ich schon sehr, sehr lange nicht gegrüßt habe. Und zwar den lieben Mario. Es ist mal wieder an der Zeit. Mario, ich bin gespannt, wenn du hier irgendwann mal dieses Video sehen wirst. Ich habe so eine Vermutung, dass du irgendwann dieses Video sehen wirst. Weil du hast ja bis jetzt immer mal eine Weile Pause gemacht und dann hast du die ja immer weggesuchtet in der Playlist und dann immer hinterher. Und ich grüße dich einfach an dieser Stelle. Ich hoffe, dass bei dir in deiner, ja, Little Family soweit alles gut läuft. Hast du auch Familiennachwuchs bekommen? Wahrscheinlich viel im Stress, wie ich dich kenne. Du bist ja ein Mensch, der immer sehr viel Stress hat. Und ja, freut mich auf jeden Fall, wenn du hier mal, wenn du dieses Video hier siehst, einen Kommentar hinterlässt und dann weiß ich wieder, ach, der Mario ist wieder am Suchten von meinem Let's Play Beavos Techpack. Ja, wer sich nicht erinnern kann, wer ist Mario? Ja, er hat es ja selber mal geschafft, wie gesagt, der gute, ja, Jim Hetmiss, ne, da hat er dann, Herr Hetmiss Company, hat er selber mal hier eine Weile Beavos Techpack mal gemacht. Auch mit Begeisterung, nur auch da, leider wieder nicht komplett bis zu Ende durchgezogen, das LP. Da ist immer nur so kurz und dann ist wieder was anderes angesagt. Ich glaube momentan YouTube-technisch, muss ich direkt mal gucken, auch beim Yu-Gi-Oh!-Kanal und so, ob da überhaupt noch Aktivitäten stattfinden. Man hört eigentlich gar nichts mehr. Ne? Momentan zumindest von dir. Da bist du komplett wahrscheinlich in der Familie eingebucht, was? So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Machen wir natürlich weiter. Ja, das wird gut. Alles einsammeln. Da liegt auch noch was rum. Ein bisschen Wolle. Ja, ich hatte übrigens jetzt, wo wir kurz vor Ende des Jahres sind, es sind nicht mehr viele Folgen, lass es mal zwei, lass es drei Folgen sein, bevor das Jahr zu Ende ist. Dann haben wir tatsächlich ein weiteres Jahr Beavos Techpack durchgezogen. Fast regelmäßig. Es war nur eine ganz, ganz kurze Auszeit. Einmal im Sommer, da wo ich im Urlaub war. Und natürlich einmal jetzt hier ja, die Halloween-Event-Zeit, da wo ich gesagt habe, wir setzen jetzt mal ein, zwei Wochen aus. Ansonsten haben wir jeden Sonntag, jeden Samstag natürlich immer eine Folge rausgehauen. Wir sind mit dem Reaktor ein ordentliches Stück weitergekommen. Wir erinnern uns, wir waren ja bei der letzten Breakpause ordentlich beschäftigt, Lodestone zu suchen, Lodestone zu farmen. Und nun haben wir in diesem Jahr wirklich eine ganze, ganze, ganze Menge geschafft. Was wir nicht geschafft haben, was ich natürlich nicht verschätzt habe, war natürlich so eine Sachen gewesen wie, ja, Galaxy Craft, ne, wo wir gesagt haben, komm, wir wollen eine Rakete bauen und mal Richtung Mond und so. Also da sind noch so ein paar Sachen, die auf jeden Fall noch mich richtig antriggern. Und das ist es auch, warum ich sage, ich möchte gerne, ja, Beavos Techpack weiterspielen, wirklich bis wir alles haben.
bis wir so die, ja, alles weit abgesandt haben, ne? So dass wir wirklich alles großen Mods mal so einen Einblick haben, was man damit machen kann. Und das ist natürlich so mein Reiz. Dennoch, dass es nicht zu langweilig wird, habe ich ja schon gesagt, im Frühjahr 2020 möchte ich ganz gerne mit einer neuen Mod beginnen, eine modernere Mod, die auch, ich glaube, auf der 1.10 läuft, die, glaube ich, müsste die sein, 1.14 noch nicht, aber die 1.10. Und ja, das ist dann so ein bisschen genau das Gegenteil. Da machen wir nicht mit Technik, da machen wir mit Mittelalter rum. Und zwar geht es da um Zauberei und so eine Geschichten. Und zwar ist das dann hier March, ne? Minecraft March. Hat mir sehr, sehr gut gefallen und habe ich ja schon mal erwähnt. Und das ist auch ein riesengroßer Reiz da, weil das war dann halt so eine Fantasy, so eine Drachen, ja, so mittelalterliche Tränke und ach, was es da alles gab. Das hat mich irgendwie fasziniert. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Mittelalter-Freund, auch vom Baustil nicht, aber diese Mod, die fand ich einfach so cool. Ich habe das LP auch so gerne gesehen beim Sparky, das fand ich voll interessant und das würde ich ganz gerne hier zumindest mal anzocken, um mal zu gucken, wie das so ist. Und das habe ich mir halt wirklich mal fest vorgenommen. Ich habe die Mod schon runtergeladen und ja, da will ich mal versuchen, dass wir das irgendwie im Frühjahr vielleicht hinbekommen. Bis dahin will ich natürlich auch, ja, ich versuche es zumindest, dass wir das bis dahin hier ein bisschen weiter noch voranbringen, das Ganze. Dass wir unseren Reaktor vielleicht noch ein bisschen, ja... Auf einmal geht hier Musik an, Elsa, Geister hier oder was? Ne, sodass wir hier so ein bisschen weiter vorankommen. Also das wäre schon noch so mein Wunsch, ne, den ich da hätte. Übrigens, ich kann die Dinger gleich mitnehmen. Die brauchen wir mal eben. Und da mache ich mir natürlich auch gleich ein bisschen mehr fertig hier. Kommen wir ja nicht drum rum hier. So, die drei nehmen wir auch noch mit, weil da brauchen wir wirklich jede Menge. So. Und nun können wir gleich mal gucken, ob wir jetzt uns die Teile hier herstellen können. Diese da. Das sollte jetzt eigentlich klappen. Ja, 37 Stück kriegen wir. Und Leute, was soll ich euch sagen? Ich entscheide mich, komplett alle mitzunehmen. Bam. Da sind sie nämlich. So, und ich glaube, den Upper Corner, den müssten wir uns jetzt herstellen können. Mal gucken. Wir kriegen daraus 10 Stück. Leute, und ich glaube, die sollten wir uns jetzt klauen, oder? Die sollten wir uns mitnehmen. Die brauchen wir nämlich. Der Upper Corner, da ist er. Bam, 10 Stück. Die können wir uns auch gleich an den Reaktor ransetzen. Hui. Ich habe keine Musik angemacht, Leute. Auf einmal geht die Playlist an. Das ist ja richtig hier so Helden-Epos-Musik im Hintergrund. So, war der hier fertig? Ich glaube, der war fertig, ne? Dann geht das weiter hier. Hier sind wir, glaube ich, stehen geblieben. Wenn ich das richtig sehe. Also, dann wollen wir mal. Bam. 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 Und Bam. Zwei Stück haben wir noch. Die können wir dann hier ransetzen. Zack. Zack. Und das war's. Wie teuer das ist, Leute. Das ist so teuer, ey. Das ist so krass, ey. Das Eisen. Guck mal, ich glaub, wie viel Eisen. Wir haben schon ein ganzes Stack Eisen da schon wieder verbraucht. Das für 10 Blöcke, ey. Wow, Wahnsinn. So. Ups. Hier haben wir da rein. So. Blub. So. Okay, der rumpelt noch ein bisschen. Und ja, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Geduld haben. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Ich weiß jetzt nicht, was alle gegangen ist. Ich vermute mal, diese ja, Platten sind alle gegangen. Das heißt also hier, daran scheitert das jetzt. Wir brauchen wieder neue Platten hier. So, haben wir hergestellt. Wunderbar. Hellgraue Wolle, es bleibt noch ein bisschen übrig. Okay. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ja, und theoretisch können wir auch schon wieder Wolle farmen gehen, wenn ich das so richtig sehe. Ja, würde ich sagen. Was würde ich denn sagen? Dass wir hier erstmal nachlegen. Ja, das können wir rausnehmen. Das sieht ganz gut aus. Und hier lege ich jetzt einfach mal nach. Naja, da brauche ich nicht nachlegen, weil da ist halt noch, ne? Rein theoretisch könnte ich jetzt auch so eine zweite Vorrichtung hier bauen und zapf mir einfach die Energie da ab. Oder machen wir das gleiche hier auf der Seite? Das würde sogar passen. Das ist die Frage, haben wir noch das Getriebe da? Ich
Ich glaube, das Getriebe haben wir nicht mehr, ne? Ne, das ist jetzt hier 1er Getriebe. Das reicht nicht. Damit kann ich den kleinen Motor hier, diese Mikromoturbine hier nicht betreiben. Das ist nicht 16-1er. Okay. Was machen wir dann jetzt? Dann würde ich sagen, machen wir Schafe weiter, ne? Würde ich sagen. Was habe ich denn da für eine geile Hose an eigentlich? Ja, Freunde. Jetzt gucke ich aber, was ist denn da mit der Mucke los hier? So. Okay. Einmal angemacht, mal ein bisschen Mucke jetzt hier. So. Wird gerade dunkel. Suboptimal. Oder nee, Quatsch, können wir machen. Wir gehen einfach jetzt hier pennen. Wir sind ja hier, Bunker. Zack. Können wir nämlich schlafen gehen. Und dann gehen wir gleich danach am frühen Morgen raus. Kümmern uns wieder ein bisschen um die Schafe. Ja, die nächste Frage ist natürlich, was machen wir denn dann, wenn wir dann fertig sind? Oder wenn wir wieder zurückkommen? Ja, Freunde, dann würde ich sagen, ist entweder Meta Overdrive oder Galaxy Craft. Ne? Das sind so diese zwei Sachen. Wie sieht das denn da aus? Ach du liebes bisschen. Und das sind so die zwei Sachen, die ich mir halt überlegt hatte, die ich dann ganz gerne anfangen möchte. Ne, also Meta Overdrive müsste sogar schon hier draufstehen. Ja, da steht es auch schon. Hier, Meta Overdrive, das ist diese Geschichte mit den Anomalien. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren, was man da genau machen kann. Das finde ich ganz gut. Und natürlich Galaxy Craft. Ne? Einfach mal den Planeten hier verlassen hier. Und mal ein bisschen auf den Mond. Das ist auch so eine Idee, die ich mir richtig gut vorstellen könnte. Und ich glaube, diese Mod wird auch nicht so lange dauern. Ja, also bin ich mir zu unsicher. Aber, ja. Und dann wollte ich unbedingt noch ein Werkzeug craften. Das können wir vielleicht sogar heute noch machen. So ein Multitool. Ich weiß gar nicht... War das eigentlich Industrial Craft? Ich weiß das gar nicht. Oh Gott, die Schafe, die müssen erstmal was essen. Wir gucken uns das mal eben kurz an. Hier ist ja ein Crafting Table. Wie hieß denn das? Das war... Machen wir mal... IC2. So. Industrial Craft 2. Ist da dieses Werkzeug drin? Oder, warte mal, oder war das Tinkers? Man kann auch... Das war Tinkers, ne? War das das Tinker-Werkzeug? Das will ich jetzt mal wissen. Ich weiß aber auch leider nicht, wie das heißt. Ist das hier Tinker? Das wird jetzt so geschrieben. Nee, Tinker wird anders. Wird der Quatsch. Tinker's Construct, ne? Hier, dieses Bloody Magic da, das... ja... Hier ist ein bisschen Werkzeug. Was ist das hier? Tinkers. Na, da kommen wir der Sache doch schon näher. So, aber meines Erachtens war das Industrial Craft. Meines Erachtens. Ich kann mich auch völlig irren. Alter, krasse Scheiße, was das alles gibt. Mal sehen, ob ich es finde. Was ist das denn? Ein Trankwerfer. Ach was. Was ist denn ein Trankwerfer? Was macht der wirft Tränke durch die Gegend. Das ist ja verrückt. Unzerbrechlich. Krasse Scheiße, ey. Da gibt es schon geile Sachen hier, oder? Aber es ist nicht das, was ich suche. Ja, wir haben Zeit, Leute, weil die Schafe müssen jetzt eh erstmal in Ruhe dort was essen, dass wir da die abernten können. Deswegen haben wir da ein bisschen Zeit. Wie viel das gibt, ne? Also Tinkers ist auch schon wahnsinnig groß. Also das ist, was hier ist, ja. Das ist ja wahnsinnig. Guck mal. Armbrüste. Kaktusarmbrust. Gezackt. Also da müsste man sich mit Tinkers auch nochmal auseinandersetzen, ne? Da gibt es schon noch interessante Sachen da. Also eine Kaktusarmbrust, das finde ich auch schon mal wieder richtig interessant. So, nee, das ist es nicht. Leute, das war 100... Ich bin doch nicht doof. Das war, das muss... In...
das Trial. Guck mal. Das sieht doch schon nach was ganz anderem aus. Das war, glaube ich, Industrial Craft. So, kommen wir doch der Sache schon näher hier. Mal ein paar Werkzeuge mal abchecken hier. Da sehe ich jetzt nichts. Da sehe ich jetzt gerade nichts. Mit Industrial Craft sehe ich gerade, sind wir schon gut vorangekommen. Also da haben wir schon einiges gemacht hier, was ich so sehe. Ist gar nicht mal schlecht, dass man hier mal so ein bisschen Revue passieren lässt. Das ist aber nicht Industrial. Nö, also finde ich jetzt auf Anhieb nicht. Werde ich aber auf jeden Fall finden. Aber wir können ja nochmal ganz kurz Tool eintippen. Das will ich mir jetzt nochmal nicht nehmen lassen. Machen wir mal eben... Vielleicht entdecke ich es durch Zufall, dass es Tool heißt. Oh, war das der andere Mod? Bringe ich jetzt was durcheinander? Was war das eben? Nee. Oh Gott, was das alles ist. Verrückt, nein! Was könnte man noch machen? Axt. Nicht Axt. So. Verrückt. Nee. 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 Okay, Leute, da muss ich einfach gucken. Ach, das sieht ja gut aus. Da müssen wir einfach mal schauen. Beim nächsten Mal werde ich euch dann mal Bescheid sagen, wie dieses Werkzeug heißt, weil dann müsste ich jetzt mal suchen. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben gehabt auf der To-Do-Liste. Meines Erachtens war das IC Industrial Craft 2. Würde mich jetzt wundern, wenn es tatsächlich nicht ist. Oder Tinkers, dass ich es übersehen habe. Wird auch aus Bronze, glaube ich, hergestellt, oder? Ich weiß es. Ich werde es einfach schauen. So, trotzdem war die Zeit jetzt nicht verschwendet, weil die Schafe haben jetzt erstmal gut hier Wolle sich angefuttert. Aber gut gebrauchen. Wir sind übrigens ja, mit einer halben Stunde Aufnahmezeit gut dabei. Das heißt, es könnte durchaus möglich sein, dass wir heute die Module noch fertig bauen. Die Upper Corner. Schließe ich mal nicht aus. Na, haben wir erstmal gleich das erste Decken hier. Übrigens egal, ob man weiße Wolle oder ja farbige Wolle hat. Das interessiert nicht. So. Mal hier durch. Wunderbar. Aufsammeln ist schwieriger als das Schneiden hier. Guck mal, überall liegt hier ein bisschen rum. Ja. Ja, sammelt sich hier zusammen. War eine gute Idee gewesen, hier so ein Schafsgehege zu bauen. Schön zentriert. Aber guten Vorrat hier, ne? Halt! Oh, ist eine graue da, hat sich hier drin verirrt. Wunderbar. Noch haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Zeit. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt nachlegen müssten. So schnell ist dieser Ofen nicht, der unsere Ingots dort herstellt. Die Ferromagnetic Ingots. So, wie viel haben wir? Ja, gut. Haben wir schon wieder zwei Stecken hier voll. Reicht nicht. Will mehr haben. Aber schon, die Mengen, die wir hier verbrauchen, das ist schon wirklich extrem. Also, ja, also das ist schon wirklich ordentlich.
richtig ordentlich. Im normalen Minecraft, Vanilla, wüsste ich jetzt nicht, warum man so viel Wolle bräuchte, außer zum Traden mit den Dorfbewohnern. Ansonsten hätte ich da jetzt wirklich keinen Sinn drin, so viel Wolle. Aber siehst du, man braucht das halt hier. So. Da ist noch eins. Schön mitnehmen. Ja, ich denke, so 3 Stacks, 4 Stacks können wir voll machen. Das sollte auf jeden Fall klappen. So. Prima. So, jetzt haben wir 2,5 Stacks. Also wir lassen die jetzt erstmal hier wieder ein bisschen da mal Wolle futtern, beziehungsweise Gras futtern. Und ich will nochmal hier reingucken, Leute. Das lässt mir jetzt keine Ruhe. Ich will, dass nochmal alles durchgeht. Was gibt's denn da noch für Mods? Oder pass auf, wir machen mal einfach mal, das ist zwar jetzt eine ganze Menge, 342 Seiten, aber wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit, die müssen wir erstmal ein bisschen... So ist, glaube ich, die einfachste Methode. Dann wissen wir auch, was da los ist, gemeint war. Vielleicht auf Anhieb, dass ich da was sehe. Was ist das denn hier eigentlich? Alchemie. Nee. Blood Magic. Also damit haben wir auch noch nicht gearbeitet. Könnte auch interessant sein. Gebundene Axt. So. Ich schau mal nach, Leute. Ja, also wie gesagt, nicht wundern. Wir blättern jetzt hier mal so ein bisschen durch. Vielleicht entdecken wir das durch einen Zufall. Wir haben jetzt eh die Zeit, weil die müssen erstmal Gras fressen. Bevor wir dort weiter die Sachen holen können. So, das müsste Botania sein. Das ist es definitiv nicht. Können wir gleich weiterklicken. Ah, das können wir auch weiterklicken. Was ist das jetzt hier? Botania immer noch. Ja. So. Botania. BC Factory, okay. Da gab es die Pipelines. Ender.io. Ist euch langweilig? Ja, mir nicht. Kronleuchter, wow. Extra Utilities. Und Kronleuchter, der hatte auch was. Ja, wir haben so viel Gerümpel. Rein theoretisch müsste das möglich sein, all das hier alles zu craften hier. Wir haben so viel Zeus. Guckt euch das mal an, ey. Also was ist das denn hier alles? Bedrock Ium Trommel. Flüssiger Tod. Na, das ist ja Wahnsinn, was das alles gibt hier. So, na, damit haben wir uns ja schon mal auseinandergesetzt hier. Da erinnere ich mich gut dran. Diese Dinger hier, diese Explosiven. Darum können wir ja auch fliegen. Mit unseren Engelsflügeln. Verzeihung. So, jetzt gucken wir hier. Jetzt ein bisschen Werkzeug. Nein. Viel Spaß, ey, wenn wir das alles durchprobieren, dass wir wirklich jedes Item haben. Da sitzt du noch 2 oder 3 Jahre dran. Da sitzt du 2 oder 3 Jahre dran. Das ist dermaßen extrem hier. Das ist Galaxy Craft, nee, Galaxy Space hier, das ist geil. Hier mit so Raketen und so, das ist cool. Ah. Wir sind erst auf Seite 86, Freunde. So. Jetzt aber, komm.
Knight. So, hier sieht's doch so komisch aus hier. Kettensäge. Windmeter. Das sieht so ähnlich aus, Leute. Ich bin ziemlich sicher, dass das, was ich meine. Oder? Spannend. Elektrischer Haken. Mann. Da verliert man ja den... Was ist das denn hier? Revolvertrommel. Wow. Habe ich es doch richtig gesehen? Wow. Ich könnte ganz Tag hier nur rumblättern, Leute. Und gucken. So, bei 110 höre ich auf. Merken wir uns fürs nächste Mal. Okay. Bei 110 machen wir Pause, da gucken wir nächstes Mal weiter. So, sieht ja gut aus hier. Dann können wir hier fröhlich weitermachen. Blup. Hallo. So, und einmal nochmal ein bisschen Wolle für den Herrn. Bei 41 Minuten. Komm, ich möchte noch mindestens 2 Upper Corner fertigstellen. Einheiten. Bis wir wirklich da nichts mehr haben. Um dann wieder neue Quarry zu machen. Deswegen versuchen, wie gesagt, das Eisen jetzt weitgehend, ja, dass wir mal so einen Überblick haben, wie viel wir insgesamt noch brauchen. Das ist wichtig, dass wir das dann halt immer mal machen. So. So. Zack. Gleich gehen wir mal eine Runde rum, sammeln alles ein. So, haben wir alle. So. Und nun laufen wir mal einmal rum. Und holen wir uns mal alles hier. Wunderbar. Oh! Ein Vorrat hier, ne? Noch einiges herstellen, glaube ich. So, ich würde sagen, da lag noch eins, ne? Hier. Gut, reicht. Super, dann erstmal wieder zurück. Und wenn wir Glück haben, können wir uns noch mal ein paar herstellen. Jetzt sollte ja auch die Maschine, der Ofen zumindest, seine Aufgabe getan haben, um dort noch mal ordentlich ja, Sachen zu produzieren. Schweben wir mal schön sachte rüber. Ah, ich sehe schon. Wunderbar. Prima. Perfekt. Der Ofen ist aus. Warum ist der Ofen aus? Oh, der Ofen ist leer. Das darf nicht passieren. Wir müssen dann hier bleiben, ne? Der darf nicht leer sein. Da fängt er wieder an. Gut. Dann erstmal gleich ein paar Plates herstellen. Nehmen wir hier mal die 28. Mal 9. So. Zack. 54. Das sieht gut aus. Als nächstes werden wir jetzt erstmal wieder hier unten den Upper Corner. Dann das Ding hier.
So, da kriegen wir jetzt 33 Stück raus. Die nehmen wir natürlich. Die nehmen wir dankend an. So, und dann geht's weiter. Upper Corner. Da kriegen wir jetzt 9 Stück raus. Nehmen wir natürlich auch dankend an. Und die können wir dann auch gleich nochmal eine Runde, ja, die können wir gleich eine Runde setzen, positionieren. Dann haben wir hier auf jeden Fall wieder ein bisschen was geschafft. Wir waren in dieser Aufnahme hier wirklich sehr, sehr fleißig. Da haben wir wirklich ordentlich, ja, rumgerumpelt, dass wir hier was fertigstellen können. Das ist gut. Also zumindest hier den hier, die Seite, die ist dann fertiggestellt. Da. Und da. Na. Da und da. So, der ist fertig. Der ist fertig. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal den hinteren uns hier vor. Und jetzt geht's mit dem hier weiter. 1, 2, 3. Und das war's. Und dort war's. Okay. Ich sehe schon kommen, Leute. Wir müssen mindestens noch 4 Quarry-Durchgänge machen. Diesmal ist es nicht der Lodestone, der uns hier in die Petrolie führt, sondern tatsächlich das Eisen. So. Ich nehme mal die letzten Eisenblöcke jetzt mal hier raus. Ich würde das ja ganz gerne mal ein bisschen mehr sortieren wollen. So, das sieht ja schon mal ganz anders aus. Also von den Dingern haben wir jetzt noch ein paar. Was fehlt denn jetzt? Davon haben wir auch genug eigentlich noch. Hauptpanel haben wir noch. Es fehlen jetzt eigentlich nur diese Teile hier, ne? Diese. Und das liegt jetzt daran, weil die Maschine hier zu langsam läuft. Also, die ballern wir jetzt mal nochmal richtig voll. Und jetzt sind wir, glaube ich, auch wieder am Ende, ne? Wir haben wieder... Die wollten wir uns aufheben. Das können wir noch mitnehmen. Das können wir noch mitnehmen. Ja. Okay. Ja, Schmierseife läuft auf jeden Fall. Ansonsten müssen wir uns hier mal neue Schmierseife produzieren. Wobei, Schmierseife haben wir eigentlich noch genug. Also, das müssen wir dann anzünden, ne? Und dann durch den Wasserdampf. Ja. Also, Schmierseife haben wir erstmal noch. Treibstoff sieht auch noch gut aus. Ja, ja, das. Naja, ein bisschen abgenommen hat's, aber es ist okay. So, Freunde. Das sieht gut aus. Das ganze Gerät hier, das glüht schon. Der Burner hier da. Sag euch das. Der Burner. Panels herstellen mal eben. So, 15, das reicht natürlich lange noch nicht. Da müssen wir noch mehr. Ja, wir können uns ja mal angucken. Wir können uns ja mal angucken, was wir da noch brauchen. Und zwar, also wir haben jetzt den Upper Corner. Jetzt brauchen wir für den Innenraum. Da brauchen wir diese, wie heißen die Teile? Hysterius Corner, müsste das ja dann sein. Ist der denn, der Hysterius, was braucht der denn überhaupt? Ehrlich gesagt sehe ich den gar nicht. Dann werden wir den mal eintippen. Hysterius, so. Das müsste der da sein. Plasma Injector Hysterius Core. Das ist der Core, also der Kern. Das ist das, was du auf das Rohr raufpackst. Und der wird... Also ganz viel Wolle brauchen wir. Davon haben wir genügend.
Und schon wieder diese Ferromagnetic Plates. Also da könnte man rein theoretisch, ja, das würde gehen. Davon brauchen wir 44 Stück. Also Wolle ganz viel und auch schon wieder dieses Plates, also Eisen schon wieder. So, das war mit dem HLSA-Stahl und also das können wir herstellen, denn das braucht man nur Eisen wieder, also schon wieder Eisen. So, und dann kommen wir noch die Side, für die Seite brauche ich ja dann noch welche, ne? Ich muss das Ganze ja noch zumachen. Das sind die Plasmagnetic Side Panel, also um das zu schließen. Aha. Oh nein, schon wieder die Dinger, wo man so viel braucht. Och Gott, nee. Och Leute, ey, das wird eine never ending Story, ey. Wir müssen noch 10 Quarry Durchgänge machen, bis wir so viel Eisen zusammen haben. Das reicht ja nie im Leben. Wie viel Eisen haben wir denn noch? 1, 2 Stacks haben wir hier noch. Einen brauchen wir für diese Hysterius Teile. 1, 2, 3, 4, 5, das könnte reichen. Und hier war, glaube ich, auch nichts mehr. Nee. Oh Gott, also wir müssen wieder Eisen farmen, Leute. Wir brauchen ganz viel Eisen. Das reicht nie im Leben. Aber wir werden jetzt diese Dinger hier erstmal durchnudeln. Komplett. So, ich pack das mal da nochmal mit rein. Genau, also wir können uns ja mal kurz angucken. Was wir da brauchen, ich nehme die jetzt natürlich nochmal eben mit. Ja, was fast ein Fehler passiert. Die nehme ich natürlich nochmal kurz mit, weil dann können wir die nochmal eben umwandeln. Ja, können wir nochmal kurz ein paar herstellen hier. So, guck mal, das geht nämlich jetzt fast auf. Einer bleibt übrig. So, dann haben wir hier die Plates. Plates packen wir dann zu den anderen Plates. Dann nehmen wir nochmal kurz den Upper Corner. Upper Corner. So. Da ist er. Und da gönnen wir uns nochmal eben 3 Stück. So. Also ein Abwasch. Dann haben wir das in dieser Folge auch geschafft. So. Türe zu. Genau, dann platzieren wir das Ding nämlich noch. Und dann können wir uns noch mal kurz angucken, wie es da jetzt weitergeht. Und zwar habe ich vor, erstmal das hier ranzuballern. Nämlich hier. So. Und dann gucken wir uns am besten hier das Ganze noch mal an dem hier. Also, hier an der Seite würde ich jetzt den Upper Corner erstmal noch ransetzen. Hier oben die Hysterius Cores, also den direkten Core, den würde ich quasi hier drüber setzen wollen. Ja, so in der Höhe vielleicht. Hier muss ja dann frei bleiben, dass hier der Plasmastrahl durchgeht. An der Seite würde ich die Seitenpanels machen und hier vorne würde ich dann diesen Coil setzen wollen, also diesen Induction Coil. Da kommen ja auch nochmal 3 in die Höhe, die sich dann mit dem Teil hier verbinden. So, und dann verbindet sich nämlich auch dieser Multiblock hier jeweils auf einer Seite. Dann kommt der Plasmastrahl hier durch. Das Ding dreht sich, da müssen wir noch den Motor unten fertig bauen. Das machen wir aber zum Schluss, dass sich das dann bewegt. Dann dreht sich das nämlich. Ja, und dann müssen wir natürlich die gewonnene Energie umwandeln, beziehungsweise erstmal irgendwo speisen. Und da brauchen wir hier so einen Rand, wo wir dann so eine Kühlung haben. Und das Ganze in so eine riesigen Turbinen mit rein. Also das wird noch richtig abenteuerlich, Leute. Da geht auf jeden Fall 2020 sind wir hier auf jeden Fall noch mit beschäftigt mit dem Teil. Das wird noch ein bisschen dauern hier, Leute, im Survival. Aber wir sind bemüht, wir sind bemüht. Was steht jetzt auf dem Programm? Naja, ganz klar, Wolle. Ne, das wird uns jetzt die nächste Folge begleiten. Wobei Wolle aktuell gerade da ist. Aber Eisen. Also Eisen haben wir 2 Stacks. Damit kommen wir noch nicht mal, dass wir 3 Blöcke bekommen. Das heißt also, wir brauchen, ja, grob geschätzt, sage ich mal, 50 Stacks etwa. So, da sollten wir schon mal ganz gut mit vorankommen. Aber das geht ja hier so kleckerweise vorwärts. Also,
Ja, ich werde mich jetzt hier AFK einfach mal für nächste Woche. Ich habe jetzt gerade noch ein bisschen Luft. Ich muss ja eh noch die Audiospur rendern. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Werde jetzt alles, was wir haben an Eisen und an HSLA-Stahl, werde ich jetzt so hier vorbereiten, dass wir möglichst viel da noch rausbekommen. Lodestone brauchen wir erstmal nicht. Da ist noch ordentlich da. Aber Eisen halt nicht. Ne? Also wir haben jetzt hier noch einmal ein Stack, was wir brauchen für diese Panels. Das heißt, insgesamt haben wir jetzt noch, naja, ist nicht viel. Also ich sag mal so, ein gutes Stack haben wir noch. Und das wird, denke ich mal, jetzt hierbei raufgehen. Das heißt also, definitiv in der nächsten 2-3 Folgen sind wir wieder an der Quarry. Ich werde die Quarry vorbereiten. Die werde ich auch diesmal wieder ein bisschen größer, denke ich, machen. Habe ich mir so überlegt, dass wir die mal größer machen werden. Und ja, dann schauen wir mal, was wir da aus dem Erdreich alles rausholen. Vielleicht hat bis dahin der Drachen uns auch eine Idee geschickt, eine neue, wie wir das Sortiersystem noch ein bisschen verbessern können, optimieren können. Durchaus eine relevante Frage. Vielleicht macht das nicht. Mal sehen, wie er Zeit hat und Lust hat. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, war es das gewesen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Und ich denke, wir werden uns dieses Jahr nochmal wiedersehen. In dem Sinne, bis dahin, tschüss.